Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive, meine Freunde. Ihr seht es schon, wir sind auf der Web-App. Bevor ich gleich in den Kommentaren die Frage gestellt bekomme, heute kommt auch die Team der Woche Trading-Folge, will ich mal sagen. Heute kommt sie einen Tag verspätet, eigentlich kommt sie immer montags, aber diesmal dienstags. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil es klappt alles und wahrscheinlich sogar jetzt sofort noch besser. Aber das hier soll ein kleiner Quick-Tipp sein für euch. Ihr seht es schon, ich habe hier den Herrn Alaba gesucht. Und ich muss einfach sagen, die Anzeichen verdichten sich einfach immer mehr. Das ist eigentlich so das EA-Prinzip. Also wenn ein Verteidiger und dann sogar noch zwei Tore schießt, dann ist er eigentlich schon ziemlich sicher im Team der Woche. Und Alaba spielt allgemein halt auch eine starke Saison. Hat dann jetzt hier gegen Schalke ein normales Tor gemacht, eins per Elfmeter. Und es sieht sehr danach aus, dass er einen zweiten Inform bekommt. Es ist zwar nicht sicher, aber ich sag mal so, diesen Tipp, den ich euch jetzt hier mitgebe, der ist im Allgemeinen so sicher, da macht ihr auch keinen Verlust, wenn er nicht reinkommt. So, jetzt sieht's ja eigentlich so aus. Ihr könnt euch vorstellen, was wir machen wollen. Wir wollen seinen Goldspieler kaufen, bevor er im Team der Woche dann erscheint. Weil wenn er dann im Team der Woche ist, kommt ja sein Inform und er kann nicht mehr gezogen werden. Warum ist Alaba interessant? Alaba ist ganz, ganz eindeutig der beste Bundesliga-Linksverteidiger. Es gibt keinen besseren. Definitiv. Also so gut wie jedes Bundesliga-Team greift hier auf den Herrn Alaba zurück. Also komplett Bundesliga-Teams, nix Hybrid oder so, sonst was. Die normalen Bundesliga-Teams greifen auf Alaba zurück. So, und dann sieht das so aus. Eigentlich kaufen wir gerne im 4-1-2-1-2. Aber ich muss sagen, die Preise im 4-1-2-1-2 sind hier bei dem Herrn Alaba ziemlich krass hoch. Deswegen empfehle ich euch nur, ihr seht hier, 7000 bieten, gibt's noch nicht mal eine halbe Seite hier. Deswegen empfehle ich euch, ihr könnt hier gerne bei so welchen zum Beispiel, werde ich hier auch machen, könnt ihr so ein bisschen was mitbieten. Aber kauft auf keinen Fall die 4-1-2-1er, das ist nicht gut, also da ist der Preis einfach zu hoch. Da gibt's schönere Formationen, weil wir, beziehungsweise ich empfehle euch, die 4-3-3 und die 4-2-2 zu kaufen. Wenn ihr in den anderen Formationen natürlich auch günstige kriegt, dann könnt ihr das auch machen. Aber 4-3-3 zum Beispiel, da mache ich persönlich bis 3000 bieten. Dann können wir ja mal hier suchen. So, und da sehen wir schon. Hier könnte man den auch für 3000, also ich werde es bis 3000 machen, weil wenn wir mal gucken. Wir können ja mal hier das rausmachen. Ich mache mal hier 4000 Sofortkauf rein. Da würde man erst denken, ja, ist ja alles voll. Aber wir gehen mal hier weiter. Das sind zwei Seiten. Bis 4000 gibt es nur zwei Seiten voll. Das ist gar nichts. Also man könnte ihn hier sogar schon Price fixen im Prinzip. Aber macht das lieber nicht, weil es ist jetzt gerade 13 Uhr, heute Abend kommen noch einige auf den Markt. Hundertprozentig. Deswegen macht es lieber so. Macht hier einen 3000er rein. Oder ihr könnt auch, wenn ihr ein bisschen sicherer gehen wollt, hier einen 2,8er reinhauen oder sowas in die Richtung. Und dann schauen wir uns das mal hier an. Und dann habt ihr hier als welche zum Auslaufen. Könnt ihr hier dann schön drauf bieten. 2,8. 2,8, hier mal ein 2,9er drauf. Wie gesagt, ich würde die 4,33er bis 3000 kaufen. Und das gleiche Prinzip läuft auch mit den 4,42ern. Ist ja auch eine sehr beliebte Ausstellung. Hier nochmal 4,22. 4,42, sorry. 4,42, natürlich nicht diese 4,222. Hier ist sie, die 4,442. So, jetzt haben wir's. So, da könnt ihr genau dasselbe machen. Und es sieht nämlich so aus. Wenn dann der Herr Alaba, wie zu erwarten ist, ins Team der Woche kommt, kann seine Goldkarte nicht mehr gezogen werden. Ja, was heißt das? Es kann nur der Inform gezogen werden. Dadurch werden viel weniger Alabas auf dem Markt sein. Und das ist halt einfach das Marktprinzip. Wenn es weniger Alabas gibt, aber der Spieler sehr beliebt ist, was bei Alaba definitiv der Fall ist, werden viele einen haben wollen, aber es kommt einfach nicht der Nachschub wie sonst immer. Und das heißt, die Preise werden steigen. Weil wenn es weniger auf dem Markt gibt, steigt natürlich der Preis, wenn da auch die Anfrage. Die Anfrage ist ja immer noch so gleich, also wie vorher, nur kommt kein Nachschub wie sonst immer. Ich denke, das sollte klar sein, da habe ich aber auch mal was in dem Wie trade ich das Team der Woche Video zugesagt.
Und es sieht so aus, wenn jetzt wirklich Alaba nicht ins Team der Woche kommen sollte, ihr kriegt den dann trotzdem immer noch risikofrei los. Also ihr macht da nicht irgendwie krasse Verluste oder sowas. Deswegen ist das gar kein Problem, den in diesem Spielraum zu kaufen. Die, ja, sag ich mal, ganz Sicherheitsbewussten können ja hier auch nur, keine Ahnung, heute Nacht zum Beispiel bis 2500 nur machen. Das werdet ihr am Tag kaum hinkriegen. Da kriegt ihr vielleicht ja auch mal einen für zwei Sechse. Aber im Allgemeinen werdet ihr tagsüber hier, glaube ich, keinen für so 2,4 oder so ab und an mal ein, ja. Aber es ist dann halt nicht so lohnenswert bekommen. Und dann sieht das Ganze so aus. Wenn ihr dann zum Beispiel schön über Nacht euch ein paar eingedeckt habt und dann hört ihr dann morgen, dass der Herr Alaba im Team der Woche ist, wie ich es mir denke, dann sieht's so aus. Ihr werdet, ich würde sagen, ab Donnerstag schon merken, dass der Preis ein wenig ansteigt. Und ich muss sagen, ich komme am besten damit klar, ihn dann Freitag, Samstag rum. Samstag meistens das Beste, weil da am meisten los ist. Aber ich stelle sie meistens schon Freitag so gegen Mittag rein für meinen Preis, den ich gerne haben wollen würde. Und dann gehen die eigentlich alle Freitag, Samstag in dem Zeitraum, gehen die eigentlich ohne Probleme weg. Und bei Alaba schätze ich mir so eine Preisspanne vor, dass er in diesen Formationen, wie ich hier gerade gesagt habe, also wie gesagt, es geht nur um diese 4-4-2 und 4-3-3. Also nicht, dass ihr jetzt so Dreierformationen für 3000 kauft. Hier, es geht um gute Formationen. Das ist wichtig. So, und dann würde ich denken, geht der Preis so 4-4-5. Vielleicht sogar bei 433, weil es halt auch nicht viele gibt, auf über 5000. Das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seht, jetzt gibt's bis 4000 Sofortkauf nur zwei Seiten. Das ist gar nichts. Also der Preis kann sehr schön hochpushen. Und ich kann euch sagen, die kriegt ihr dann auch ohne Probleme los, weil es ist einfach bei Alaba sehr viel Nachfrage. Und der wird einfach laufen, der Junge. Deswegen, kurz nochmal die Spielregeln. 4-4-2, 4-3-3, diese Aufstellung. Ihr könnt, wie gesagt, hier zum Beispiel auch mal eine 4-1-2-1-2 suchen und könnt die hier bis 5000 oder sowas in der Richtung kaufen. Aber hier, ihr werdet jetzt schon sehen, drei Stück auf dem Markt. Da kriegt ihr halt eigentlich nie eine. Also ihr könnt es natürlich hier dann immer versuchen und die nebenbei mal so laufen lassen. Aber 4-1-2-1-2 hat irgendwie sehr seltsame Preise momentan. Muss ich sagen. Also bei ihm jetzt jedenfalls. Und deswegen ist das nicht so lohnenswert. Ihr könnt auch hier bei anderen beliebten Formationen gucken. Zum Beispiel 4-2-3-1. Ja, doch, habe ich richtig gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die liegt. Da müsst ihr dann halt mal sozusagen abschätzen, bei was die liegt. Beziehungsweise ihr könnt allgemein ja auch Alabas zum Abstoßpreis erbieten. In allen Formationen. Da könnt ihr dann sowieso keinen Verlust machen und auch der wird dann steigen. Also es wird zu dem Zeitpunkt dann kein Alaba mehr auf Abstoßniveau geben. Also wird es eigentlich nicht geben. Sollte es nicht geben. Ja, im Allgemeinen denke ich, das ist klar, was ihr kaufen sollt. Und dann als Tipp, Freitag, Samstag rum verkaufen. Am besten schon Freitag schön auf den Markt stellen. Ob sie weggehen oder nicht, darum geht es dann noch nicht. Es geht nur darum, dass ihr sie schon mal für euren Preis, Wunschpreis will ich es mal nennen, auf den Markt stellt. Und dann werden die auch weggehen. Da könnt ihr euch eigentlich sicher sein. Und wie gesagt, wenn Alaba nicht ins Team der Woche kommt, kann natürlich passieren. Dann kriegt ihr die trotzdem noch los. Ja, ich würde sagen, das war so ein kleiner Quick-Tipp. Ich werde mich jetzt gleich ans Team der Woche Trading-Video machen und das wird dann natürlich heute Abend erscheinen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das war's dann aber von mir. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, schreibt sie in die Kommentare. Besucht uns im Forum, schreibt da in den passenden Video-Thread rein unter www.letsplaymassive.de/forum. Und ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war's dann von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.